Live aus Wiesbaden, Schoki Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die einen Notendurchschnitt von 0,9 hatten. Christian und Sascha. Zu Gast im Studio Marek Selle, the face of Schoki Banoki. Hier kommt Schoki Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki. Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle in Wiesbaden. Es ist mal wieder Montag, es ist mal wieder Schoki Banoki Zeit. Am Mikrofon der Christian und der oft kopierte, nie erreichte, vollkommen überbewertete Sascha. Du kannst aber sagen, hier los, Christian. Hast du was gesoffen, dass du mich lobst? Gibt's ja gar nicht. Ja, gute. Sascha ist auch am Mikrofon, ja. Und wir haben heute einen Studiogast hier und das ist der Marek aus der Eifel. Marek aus Polen. Hallo. Hallo Marek. Ja, Marek, der ist heute hier, um uns ein bisschen zu unterstützen und das Schoki Banoki-Team ein bisschen zu erweitern heute hier. Ja, also kein Geheimnis, keine. Das werden wir noch rausfinden. Mal gucken, ob er ein Geheimnis hat. Nee, das könnte er nicht rausfinden, kein Geheimnis. Achso, ja. Genau. Der Marek arbeitet für die Regierung. Wenn er sagt, was er macht, dann muss er uns umbringen. Für die polnische Regierung oder für die eiflerische? Für die eiflerische. Hat die Eifel an sich eigentlich eine Regierung? Da kann ich nicht übersprechen. Nee, also ja. Der ist von der Volksfront Unabhängige Eifel. Oder von der. Ihr wisst schon viel zu viel. Von der Eifelerischen Volksfront, weiß man nicht so genau. Richtig. Ja, genau. Volksfront von Judäa. Ja. Ja, mach doch mal Musik und dann kommen wir gleich nochmal mit Marek und der Marek wird uns ein bisschen. Okay. Der kann auch super. Du kannst Lothar Matthäus machen, gell? Nee. Nee, was kannst du denn? Ich bin ja Beamter, also was soll ich da können? Du kannst doch irgendwas. Ja, was denn? Du hast doch mal irgendwie gesagt, du kannst irgendwas. Ja, das stimmt. Was kannst du denn? Einiges. Ja, das also werden wir gleich sehen. Bekannte von Marek haben gesagt, er kann unheimlich gut da liegen, nach Alkohol stinken. Ja, ja, das genau. Aber er will nie was verraten. Das ist ja, Forschungslobern ist immer kacke. Gut, also wenn ihr euch Aerosmith wünschen könntet, was würdet ihr euch dann wünschen? Ja. Aerosmith. Ja, prima, Marek. Klasse. Also bis gleich. Bravo. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki zurück mit Christian. Gute. Christian und der Marek ist bei uns hier im Studio. Und der Marek ist ja... Das ist ja gut. Der Marek ist ja ein Talent, ne? Soll ich dir mal was sagen? Jedes Mal, wenn du redest, platzt mir hier der Pegel aus. Ja. Bei Marek dieses, und bei hallo, mir hallo, genau. Hallo. Das ist halt bei Marek und bei mir muss hallo, hallo, hallo. Ja, das ist super. Das ist auch das gut. Super. Ja, genau. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit kuriosen Gesetzen. Richtig. Und der Christian hat die kuriose Gesetze ja vorliegen. Das ist korrekt. Und natürlich, aus welchem Land kommen die kuriosen Gesetze? Meistens aus der USA. Wie soll es auch anders sein, lieber Sascha, lieber Marek? Also los geht's mit Frankfort in Kentucky. Frankfort heißen die? Namensgleichheiten. Also mit O geschrieben? Mit O, Frankfurt. Frankfurt, das, ist ja, Frankfurt. Das war ja mal deutsch. Ja. Also da leben wahrscheinlich nur Frankfurter. In Kentucky. Wahrscheinlich die aus Oder. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das Frankfurt? Oder? Alter Potsdamer hier. Frankfurt, Kentucky. Frankfurt, sag mal. Kentucky schreit, ficken. Genau, ja. Ja. Genau. Frankfurt. Eingesetzt in Frankfurt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe eine Theorie. Wahrscheinlich haben die das O da reingesetzt, weil die nicht Frankfurt oder schreiben konnten. Haben gesagt, wenn wir schon das O irgendwie, dann machen wir wenigstens das O noch in das Wort rein. Frankfurt. Frankfurt. Gut. Haben gut geklärt. Gut. Haben wir gut. Also jetzt, ich will vorlesen. Genau. Ja. Eingesetzt in Frankfort, Kentucky, verbietet es, die Krawatte eines Polizeibeamten abzuschießen. Abzuschießen? Abzuschießen. Mit Pfeil und Bogen? Ich habe überlegt, abschießen im Sinne von treffen oder abschießen im Sinne von fällt runter. Ja, aber beides gefährlich. Beides gefährlich. Genau, kommt auf den Winkel an, ne? Ja. Also. Weil von der Seite, also 90 Grad Winkel ist ja nicht tödlich. Da darf man doch, oder nicht? Also hier steht nein. Nee, die Krawatte, es geht um die Krawatte. Wenn du an der Krawatte vorbeischießt, ist wieder erlaubt. Ja, genau. Gut, also du kannst mit dem Kopf schießen. Das geht. Mit dem Kopf schießen darfst du. Wenn die Brust schießen, dann sagen sie wenigstens nicht die Krawatte. Ja. Ja. Ist ja verboten. Ja. Also wenn du ihn tot schießt, weil du in die Brust schießt oder nur verletzt vielleicht, kann ja auch sein, dass du, oder in den Arm, weißt du? Hast du aus 3 Metern hast die Krawatte verfehlt und schießt ihm in den Arm, dann sagen sie, okay, gut, gibt's jetzt irgendwie nur auf Bewährung. Vor allem hier immer diese Doppelmoral hier, freies Land und so, ne, hier alle hier, Demokratie und so. Aber bei Krawatten sind sie so pingelig, ne? Ja, genau. Von wegen Land of the Free, Land of the Krawatz. Fucking Land of the Krawatz, ja. Was heißt denn Krawatte auf Cravat. Cravat? Yes. Soll ich euch das wirkliche Wort sagen? Was heißt das denn? Tie.
Thai. Ja, genau, stimmt jetzt. Ja, jetzt klar. Color and Thai. Krevet fand ich irgendwie plausibler. Krevet fand ich plausibler. Das ist auch eigentlich viel logischer. Echt, ey. Also, wir dürfen nicht auf den Thai, auf den Krawatte schauen. Never shoot on the Thai. Hey, young man, never shoot my Thai. Ja. Ja. It's forbidden. By law. Ja, gut. To shoot the Thai is forbidden by law. Remember this always if you are going to Kentucky. I see. My German is better. Ja. But here, I fucking here by my German tier. Lothar Matthäus. Ja, Lothar Matthäus ist ja auch. You think you can play with me? I'm not a child. Ja, das ist doch der Lothar Matthäus. Genau, ja. In dem berühmten Video. Auch sein Vorstellungsvideo, als er bei den New York Metro Stars angefangen hat, war auch super. Oh ja. Das war gut. I hope we win the championship. No, I hope we're a little bit lucky and yes, win the soccer championships lucky. Next year. Yes. Ja. But he never said my German is better. It's a big character. Ja, Lothar. Ja. Lothar und Lolita. Oder wie Roman Weinfeller gesagt, I think we have a grandiose Saison gespielt. Ja. Auch. Satz des Jahres. Ja. Sehr gut. Ich habe mal in der Schule, bin ich von der Verlehrerin gefragt worden, was in der Ferien so passiert ist. Und ich hatte gerade so einen Unfall mit dem Auto. Da war ich gerade so 18. Ne? Dann habe ich gesagt, I have driven in the curve geradeaus. Auch blöd. I have driven in the curve geradeaus. Ja, ich wusste stark. Halt, ich kann die Worte halt nicht so. Egal. Du wolltest aber was erzählen. Ich wollte von Kentucky rüberspringen nach Oklahoma. Oh! Oklahoma. Ja. In Oklahoma darf man keine Waffe öffentlich sichtbar tragen. Wird immer besser. Aber es sei denn, wenn man schießen möchte, man wird von einem Indianer verfolgt. Ja. Das ist pur, also das geht ja gar nicht. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Aber wenn man aber diese Waffe schießen möchte und es ist gerade kein Indianer da, der verfolgt. Ja. So. Und man möchte diese Waffe abfeuern, dann muss man die irgendwie mit einem Kleidungsstück verdecken oder so? Nee, du rufst an bei Rent a Indian. Die schicken dir dann Indianer vorbei, zack, darfst du die Waffe rausholen. Ja, stimmt. Das ist eine Marktlücke drüben in Oklahoma. Genau. Ich habe das schon selbst gesehen. Sie stehen dann am Straßenrand und dann rufst du deine Handynummer an. Come on, I want to shoot someone. Ja. Ja, dann verfolgt er dich und dann darfst du wieder. Genau, und dann rufst du an bei Rent a Indian. Und dann kommt der Polizist und sagt so, hey, your pistol is seeing at the air. Und dann sagt er, hello, ist in der Luft zu sehen, hello. Und dann sagt er, der Colter, wie heißt er? Der Colter, also der Pistoleninhaber. Der Pistolenbesitzer. Ja, der Colter. Sagt dann so, hey you, behind me is an Indian. Und er sagt, oh sorry, that's my fault, sagt er. My fault, hey sorry. Sagt dann der Cop und dann darf er halt die Waffe wieder zeigen. Ja. Dass er dann abfeuert, ist dann wieder blöd. Das ist was anderes, aber dann sagt er, I break together. Ja, genau. Ja. Ja. I break in the food. Ja. Ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja. Ja. Kommt wahrscheinlich aus dem... Sag du doch mal was, Marek. Ja, ich habe nur gerade dran gedacht, da könnten die nächsten App-Erfinder wieder Millionäre werden. Durch... Rent in Indien. Yes. Ja. Achso, da kannst du die wirklich so... so wie so Taxi, ne? Das ist wie Uber. Ich brauche einen Indianer. Ja. So, jetzt hier. Rent in Indien. Fünf Minuten hier, Fifth Avenue, Kreuzung, 27. irgendwas. Brauche ich einen Indianer. Weil ich will meine Waffe zeigen. Männlich, weiblich, Ich will einfach nur damit angeben, vor den Weibern. Genau. Da muss der Indianer hinter mich stehen. Ich darf es aber nicht rausholen. Ich brauche einen Indianer. Wenn ich die Waffe jetzt, ich würde die flachlegen ohne Ende, aber ich darf die Waffe nicht zeigen. Ja. Ja, und dann kommt der Indianer, setzt sich hinter dich und dann so, wusch, holst das Ding raus mit so einem Ömmel. Und dann sagst du dir so, das Ding, ist nur halb so groß wie mein... Sag mal, das ist ein Satz auf Englisch. This Ömmel is just a half of the size of my Chef. Chef. Ey, du bist also dein Englisch. Ich wusste gar nicht, dass du so... Yes, eloquent. Kosmopolitisch in Englisch heißt es ja eloquent. Eloquent, ja. Hast du noch ein Ding? Nochmal, wir springen nochmal rüber nach Washington. Oh, ist das lang. Ein Gesetz zur Verbrechensbekämpfung in Washington besagt, dass jeder motorisierte Kriminelle mit unlauteren Absichten von der Stadtgrenze aus den entsprechenden Polizeichef anrufen muss, um sein Erscheinen anzukündigen. Übrigens, ich habe irgendeine Scheiße vor. Ich habe hier, ich male Ihnen das mal auf, ich habe hier Knarren, Messer und alles dabei. Ja. Komm rein zum Überfallen, wollt Ihnen nur Bescheid sagen. Ich habe mir sagen lassen, in your country is this very unlauter. Ja?
And I want to tell you, I'm now here. Ja. That you are in, informed in the about, picture. That you're in the picture. Aber da muss man dem Gangster erstmal nachweisen, dass er unlautere Absichten hat. Denn das steht so in diesem Gesetz. Und wenn er die nicht hat... Vielleicht hat er ja aber lautere Absichten. Aber er weiß es ja selbst, ob er unlauter oder lauter will. Hm. Also. Aber vor Gericht muss er das immer nachweisen. That is it. Ja, aber wenn er es getan hat, ist es ja unlauter. Kamen Sie mit unlaut und sagst, nee, ich hab bis eben nicht vorhin. Ich hab den erschossen, ich hab den erschossen, aber. Beweis mir mal das Gegenteil. Aber das war ja, ich hab ja die Menschheit damit gerettet. Ja. Also dann sind es lautere. Sind lauter. Ja. Lauter Taten. Und dann sagt er, and then we make me nothing, you nothing, out of the dust. Dann erzählt. Mir nichts, dir nichts aus dem Staub machen. Okay. Me nothing, you nothing, out of the dust. Ja, okay. Genau. That is a jumping point. Ja, genau. Ja, ja. Aber but not the yellow of the egg. No, I think that's better. This was burning under my fingernails. Yeah, sorry. Ja. I had to say this. My nose is full. Wie sagen die Engländer? Flibbilibbilibbilim. Fibbilibbilim. Ich weiß es nicht übersetzt. Ich habe noch keinen Engländer gesehen, der Fibbilibbilim sagt. Okay. Ich auch nicht. Ja. So, wir machen nochmal hier so ein bisschen weiter und sagen bis... Ja, cheerio, Miss Sophie. Schön, dass du da warst, Marek. Schüsselchen. Was? Schüsselchen? Hm? Sagen die das in der Eifel so? Nee. Aber in Potsdam? Nee. Sage ich jetzt nicht, wo ich das her. Ja, wahrscheinlich aus Amerika. Ach, wir sind noch drauf, oder was? Ja. Natürlich, ja. Ja, Schüsselchen. Ja, Schüsselchen. Tschö. Total schwuletto. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.